Ja, jetzt heißt es Wasserfall runterlaufen. Das kann auch witzig werden hier. Total genial. Ich rede mit der Kamera, ist schon gut. Oder wieder? Ich gehe jetzt, oder? Ja, der Abambo geht jetzt. Come on, jump in and get inspired. Da ist ja ganz schön tiefe. Ja. Doch mal nett hier. Ameisennest. Die haben die wohl so ein bisschen aufgeweckt. Und jetzt rennen sie über seltene Gegend rum. So, und hier haben wir gerade Treiberameisen. Schon ein Spektakel, ne? Hier ist eine Brücke von den Ameisen. Das sieht ja Wahnsinn aus. Also jetzt haben wir hier eine neue Glasfroschart gefunden für uns, die wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube, das ist Centrolonella ilex oder so. Ich werde ihn gleich mal fangen. Also jetzt wird es hier tief. Und wir gehen jetzt wieder außen rum. Und das Coole ist, dass hier jetzt überall Kröten sind, die rufen. Da ist eine von diesen Kröten. Ah, da hört man die nicht. Vielleicht nicht so einfach nur so ein Kick. Also wenn man da kommt nicht durch. Dann kannst du eigentlich gehen, aber... Da muss man schwierig, Max. Alles geht schon. Das ist auf jeden Fall schwierig, ne? Nee, nichts ist unmöglich. Du musst ihn so vorne ums Maul umgreifen, dass er quasi in deine Hand reinspringt. Genau so. Ah. Ist ja ein Foren am Starten. Also der kleine Frosch, der hier vor mir sitzt, ist ein Eleutherodactylus vizingeri. Die sind recht schwer auszumachen, weil sie normalerweise sehr versteckt sitzen und rufen. Dieser hier ist ziemlich gut exponiert und gut sichtbar, so dass er sich sehr gut für Fotos eignet und ja, dann werde ich ihm erstmal ein paar Fotos hier verpassen. So, mal schauen, was sich hier alles findet. Der Bach ist nicht sehr tief, vielleicht 20 cm oder 30 cm. Ich sehe schon kleine Fische hier rumschwimmen. Vom Weiten höre ich schon auf jeden Fall Glasfrosche ab und zu. Und die sehr häufigen Eleutherodactylus diastema ist dick, dick,
Na, mal schauen, was sich alles findet jetzt hier. Ah. Und da sehe ich auch schon eine Vogelspinne in der Nähe des Bachufers sitzen. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. So, ich versuche mich jetzt auf jeden Fall an die Vogelspinne anzuschleichen. So wie es aussieht, ist es ein mittelgroßes Tier, vielleicht Weibchen, vielleicht Männchen, das kann man noch nicht erkennen, von Sericopelma silvicola, so wie es aussieht. Diese Spinne hier ist ein Männchen einer Trehalea. Diese Art hier hat sich als eine unbeschriebene Spezies herausgestellt. Ich habe sie dann zusammen mit einem brasilianischen Kollegen als Trehalea thirimbina beschrieben, nach der Biostation hier. Und das Coole ist, dass die Männchen kleine Insekten fangen und dann daraus Brautgeschenke für die Weibchen bauen, die sie ihnen dann anbieten. Glaube ich, ein Ozelot. Der guckt mich gerade an. Alter Schwede, ich glaube, ich spinne. Eigentlich habe ich jetzt gerade eine von meinen Trehalea-Spinnen verfolgt. Da habe ich im Weiten auch einmal zwei große, weit auseinander liegende grüne Punkte gesehen. Wahnsinn. Ich habe voll die Gänsehaut jetzt. Guck dich immer nur an und es geht da weg. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ja. Geil. Also ich habe jetzt hier zwei Glasfrösche im Amplexus gefunden. Die sind gerade hier vorne an diesem Waldbach. Und ich versuche mal ein paar Fotos davon zu machen. Gar nicht so einfach hier in diesem ganzen Pflanzengewirr. Man muss ja aufpassen, dass man die Tierchen auch nicht versteckt. Dann haben wir noch irgendwelche Pflanzen im Weg. Okay. Jawohl. Die sind jetzt hier vorne. Echt süß, die Kleinen. Na gut, jetzt spielen sie nicht mehr mit. Jetzt langsam suchen.
nach der Schlange. Haben wir sie jetzt doch gefunden. Das ist echt Wahnsinn, wie die sich tarnen können. Das ist genial. Wenn sie einmal sich irgendwo hinschlängeln, man guckt einmal weg und schon sind sie quasi mit der Umgebung verschmolzen. Aber letztendlich haben wir sie doch noch gefunden. Die hatte ich da vorne zusammengerollt. Da, genau. Genau, und ich versuche jetzt einfach mal ein Foto von dem Tier zu machen. Sehr schön, sogar mit züngelnder Zunge. Ja, die Schlange ist so ein bisschen nervös, aber nicht komplett unruhig, sodass sie nicht abhaut, aber auch nicht angreift. Auf ungefähr, ja, keine Ahnung, auf Fläche von 6 x 3 Metern haben wir eine Fischerspinne gefunden, ein Antilometes borotensis, ein Glasfrosch und dann diese Lanzenotter. Das ist echt genial. Also macht es wieder auf jeden Fall viel Spaß, ne? Mhm. Okay. Mal gucken, ob wir den Antilometes finden. Oh. Da ist er, eine. Also hier haben wir noch ein Weibchen gefangen. Und das setzen wir jetzt gleich ins Wasser und versuchen mal, das beim Schwimmen zu filmen. Ein wunderschönes Tierchen hier. Schön groß. Und so wie es aussieht, auch trächtig, ziemlich dick. Ist sie noch da? Ah, die Kleine. Da ist sie ja. Mama, wie fällt es hier? Ja, schön. Genial, ne? Schau, auf jeden Fall gut. Besser geht's kaum.